Tages. So, was geht es hier bei Experience? Ja, stellen Sie sich vor, Sie betreten einen Bahnhof und wollen zu einem Ticketautomaten oder zu einem bestimmten Bahnsteig und finden aber nicht die richtige Information, um Ihren Weg zu planen. Ja, hier sehen Sie das System im Hintergrund, wo ein 3D-Modell aufgebaut ist von einer U-Bahn-Station, also nur einem Teilbereich auf einer U-Bahn-Station. Das ist eine Demonstration, die wir hierher zeigen von diesem System. Wie kamen Sie auf diesen Gedanken? Der ist ja doch sehr futuristisch. In der Tat, aber die Vorteile von dem Ganzen liegen auf der Hand. Also man möchte in sehr frühen Phasen die Defizite aufzeigen, die in einem Design entstehen können oder auch in Leitsystemen auftreten können. Und das können wir mit diesem System. Wir können damit auch die Personenflüsse dann optimieren und insgesamt die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer verbessern.